Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aktuell den Flak-Anhänger per GiveCast to Friends ziehen könnt. Ja, dafür braucht ihr auf jeden Fall die Hilfe von eurem Freund, der euch dann den Flak-Anhänger geben wird. Ja, ebenso braucht ihr auf jeden Fall noch eine MK2. Die MK2 muss sich in der MOC drin befinden. Ebenso braucht ihr halt noch irgendeine NPC-Karre. Und ihr benötigt noch einen RC Bandito. Hinterher benötigt ihr ebenso noch einen Freund, den ihr dann beitreten könnt. Der Freund muss sich dann in einer Einladungssitzung und in einen Job für einen Titan befinden. Ja, wenn ihr jetzt keinen Freund haben solltet, der sich in einer Einladungssitzung und in einen Job für einen Titan befindet, könnt ihr auch gerne den Bot benutzen, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Der ist permanent im Job für einen Titan drin und in einer Einladungssitzung. Und ja, ebenso braucht ihr dann natürlich auch noch einen Flak-Anhänger. Ja, der muss halt nicht gemoddet sein, aber ihr müsst euch halt vorher einen gekauft haben. Und den Flak-Anhänger, den tauscht ihr dann aus und bekommt dann dafür einen gemoddeten. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. So, begibt euch einfach, fordert euch einfach eure MOC an. Euer Freund geht dann hinter eure MOC. Ihr geht dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew. Euer Freund geht dann so lange in die Franklin-Meldung. Seitdem er in der MOC drin kann, die Franklin-Meldung auch einfach wieder verlassen. Wir steigen auf der MK2 auf, fahren einmal aus der MOC raus, steigen dann ab. Unser Freund geht dann jetzt in seine MOC rein und schickt uns dann eine Einladung in seine MOC rein. In der Zwischenzeit schnappen wir uns schon mal die NPC-Karre, parken die hinter der MOC. So, dann warten wir jetzt nur noch auf die Einladung in die MOC rein. So, da ist die Einladung zur MOC, ist auf jeden Fall perfekt. Dann begeben wir uns jetzt mit der MK2 zu unserer MOC, fliegen dann über das Auto drüber, was wir uns gerade hingestellt haben. Und dann drücken wir uns dann jetzt einmal Steuerkreuz nach rechts. Einen Moment. So, jetzt Steuerkreuz nach rechts und dann werdet ihr sehen, wird das Auto verschwinden. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes tun wir einmal unsere MK2 und die MOC dann einmal einlagern. Zuerst unsere MK2 einlagern, dann die MOC einlagern. Und wenn wir das gemacht haben, dann fordern wir einmal unseren Flak-Anhänger an, den wir in der Garage stehen haben. So, fordern den Flak-Anhänger an und steigen dann schon mal auf den neuen Flak-Anhänger drauf, den wir uns dann ziehen wollen. Wir warten dann nicht so lange, bis unser Flak-Anhänger geliefert wurde. So, wir schauen einfach mal auf der Map, warten bis der Flak geliefert wird. Da wurde er geliefert, ist auf jeden Fall perfekt. Und jetzt können wir auch die Einladung in die MOC annehmen. Und wenn ihr jetzt die Einladung in die MOC annimmt, dann werdet ihr einen unendlichen Blackscreen haben. Und aus diesem unendlichen Blackscreen jetzt rauszukommen, kommt jetzt dieser Freund ins Spiel, der sich in einer Einladungssitzung in einem Job befindet. Dem müssen wir jetzt einfach nur einmal beitreten. So, wir suchen das Profil raus, einfach nur beitreten, wir warten ein paar Sekunden in den Blackscreen ab, holen uns dann einmal die Meldung, die dann einfach nur akzeptieren, die nächste Meldung, die dann kommt, auch einfach akzeptieren. Und dann werden wir jetzt wieder sichtbar auf der Map spawnen, irgendwo unten beim GiveCast to Friends Ort. Ist auf jeden Fall perfekt und als nächstes muss uns dann unser Freund uns nochmal eine Einladung in seine MOC schicken. So, die Einladung ist gekommen, wunderbar. Jetzt werden wir wieder einen kleinen Blackscreen bekommen, könnte auch einen kleinen Moment dauern. Jetzt die MOC ganz einfach verlassen. Unser Freund kann dann seine MOC dann auch einfach verlassen. So, und entweder werdet ihr jetzt im Bunker dann spawnen oder halt draußen, wenn ihr im Bunker spawnt, ist überhaupt kein Problem, dann geht einfach aus dem Bunker raus. So, sind wir dann draußen angekommen, dann müssen wir einmal unseren Flak-Anhänger anfordern. Dann warten wir, bis der geliefert wurde. So, und ihr seht, der Flak-Anhänger wurde nicht geliefert, sondern unser MK2. Und das ist auf jeden Fall perfekt. Dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, jetzt kommt der RC Bandito ins Spiel. Wir fordern uns dann einmal den RC Bandito an. Geht dafür einmal ins Interaktionsmenü, auf Inventar und dort einmal den RC Bandito dann anfordern. Und mit diesem RC Bandito begeben wir uns dann einmal um unseren MK2-Bike.
So, sind wir nochmal im K2 Einbike angekommen, gehen wir auf Options, auf Online und dann auf Jobs von Rox erstellt und starten irgendeinen Job. Ich starte meistens einen Job für einen Titan. Wir gehen einmal kurz in Jobmenü rein. Und sobald wir verlassen können, gehen wir einfach wieder raus. So, als nächstes müssen wir jetzt einfach nur unser MK2 einfach in die MOC reinstellen. Dafür fordern wir einmal unsere MOC an, warten bis sie geliefert wurde. So, wir fahren dann mit dem Flinger mit dem MK2 hinter der MOC, Steuerkreuz nach rechts, die Fahrzeuglagervollmeldung einfach annehmen mit X. So, sind wir in der MOC drin, direkt wieder aufsteigen und aus der MOC wieder raus. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt fliegen wir dann einmal mit der MK2 zu unserem Bunker. Einfach den Bunker betreten mit der MK2 und dann laufen wir jetzt mal da hinten hin. Und ihr werdet sehen, dass wir jetzt den gemoddeten Flak-Anhänger da stehen haben. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon soweit mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.